Ich grüße Bojan. Geht's gut, Hannes? Passt. Annalena, bist fit? Raffi, dir geht's auch gut. In vertrauter Runde sind wir hier zusammen und begrüßen alle jene, die uns jetzt auch folgen. Wir sind bei der Betrachtung Nummer 10 in unserem Viertel dieser Sabbatschule über den Bund. Wir freuen uns, dass ihr euch dazugeschaltet habt und ich lade alle ein, dass wir gemeinsam mit einem Gebet anfangen. Unser treuer Heiland, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, Herr, für dein Mitwirken. Wir danken dir für den Geist, den du uns schenkst, dass wir deine Worte doch begreifen können, die so kostbar sind. So begleite uns auch in den kommenden Minuten und gib, dass wir diesem Thema durch unser Gespräch auch die rechte Bedeutung verleihen, die in deinem Sinn ist. Amen. Amen. Lasst mich ganz direkt reingehen. Raphael, bist du so freundlich? Lies uns du diese wichtige Bibelstelle für heute, für diese Betrachtung aus Jeremia Kapitel 31. Jeremia 31, und dort nehmen wir vier Verse, nämlich die Verse 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seine Brüder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld weggeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Dankeschön. Mir gefällt an deiner Übersetzung, wie sie mit den Modalverben umgehen. So schön. Wir werden das alle erleben, wir werden sehen, wie das kommt. Das ist gut, ist gut. Was ist der Ursprung dieses Bundes? Wir antworten jetzt alle Fragen aus diesem Text. Wir beantworten alle Fragen aus diesem Text. Was sagt Jeremia, was ist der Ursprung des Bundes? Wer ist der Autor? Wer stiftet den Bund? Ganz am Anfang steht in diesem Abschnitt: Ich schließe mit euch, Haus Israel, einen Bund. Also es ist offensichtlich Gott, so wie eigentlich ja immer. Gott ist immer der Initiator für seinen Bund und er ist der Souverän und schließt mit uns Menschen, obwohl es er nicht nötig hätte, einen Bund, damit wir davon profitieren. Müssten wir, ich greife dem nur voraus, aber müssten wir es tatsächlich so verstehen, dass der liebe Gott eigentlich ziemlich frustriert sein muss, weil er muss ständig neue Bünde machen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Phänomen, mit dem werden wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Immer muss ein neuer Bund her. Wenn hier vom Gesetz die Rede ist, das in unserem Herzen sein soll, was meint er damit? Was ist das für ein Gesetz? Ja, also ich würde jetzt ganz knapp einfach antworten, Gottes Gesetz. Gottes Gesetz. All das, was Gott spricht, da gehören die 10 Gebote dazu, da gehört die Prinzipien, die in den 10 Geboten sind. Also Gottes Charakter eigentlich schlussendlich, das möchte er in unseren Herzen schreiben. Man kann es wirklich ganz allgemein sagen, wenn wir können sagen, ja, das sind die 10 Gebote und es wäre nicht falsch. Ich könnte für einen Juden auch sagen, es wäre das Gesetz über den Yom Kippur und es wäre auch nicht falsch. Also alles, was Gott sagt, werden die Menschen im Herzen haben. Ja. Es könnte sogar sein, nur Teile des moralischen Gesetzes, weil Paulus weist uns darauf hin in Römer 2, dass auch die Heiden unter Umständen das Werk des, also dass sie auch das Werk des Gesetzes im Herzen haben und ihre Gedanken und ihr Gewissen beweisen das. Römer Kapitel 2, ja. Dort kommt das eben auch vor, dass klar wird, wenn wir sündigen, dann tun wir das alle wider besseres Wissen. Weil wir eigentlich spürten, was richtig zu tun wäre. Was zeigt euch denn die Enge, oder ich muss es anders fragen, was zeigt euch denn in diesem Text die
Tiefe, in der Gott das sozusagen in uns haben will. In welchen Vokabeln wird das hier umschrieben? Diese persönliche Beteiligung, die wir halten nicht so ein Gesetz, so wie wir uns jetzt dran halten, ja, wir dürfen hier nur 50 fahren in dieser Stadt oder in diesem Dorf. Oder in vielen Städten gibt es jetzt Tafeln mit 30, wir dürfen das nicht überschreiten. Ist das so? Wir halten das Gesetz Gottes so, wie wir die 30er Tafel nicht überschreiten? Ja. Ja, es geht hier am Vers 34, sagt einmal, Gott erkennt den Herrn, ja, und dann sagt dann, sie werden mich erkennen. Und das ist ja dieses ganz Intime, diese Beziehung. Also es ist, das passiert aufgrund einer Beziehung, die seine Kinder zu ihm haben. Ist es zu viel gesagt, wenn ich sage, wir halten die Gebote Gottes in ihrer reinsten Form dort, wo wir ihn am besten verstehen, weil wir ihm am nächsten sind? Könnte man so sagen, oder? Sicher. Ja. Und das jegliche Art von, ich gehorche einem Gebot, das ich nicht verstehe, dem unterlegen sein muss? Könnte man sagen, ein Kennzeichen des neuen Bundes wäre, dass wir diese Dinge wirklich in unserem innersten Herzen, Verstand, Gemüt haben? Ich meine, der Vers 33 sagt er das, nicht? Ja. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen. Also das ist innen drinnen. Und das Herz ist auch wieder innen drinnen im Körper. Also ich glaube, es deutet alles darauf hin, dass es hier um eine Herzensreligion geht. Nicht das äußere, mechanische Einhalten von irgendwelchen Regeln ist gemeint, sondern es geht auch um die Motivation dahinter, das Innere. Ja? So wie Jesus einmal zu den Pharisäern sagt, nicht? Ihr seid wie gedüngte Gräber. Außen scheint alles schön zu sein, aber innen voller Totengebein. Das Innere, aus dem Inneren kommt also das Wahre. Du sprichst Jesus an, ja, du? Genau. Wir sehen das ja auch als Erzieher oder als Eltern. Ja, ich wünsche mir, wenn ich mein Kind etwas lerne, dass es nicht nur außen das jetzt macht, formal natürlich, das beginnt manchmal so, kann durchaus auch seine Berechtigung haben. Wir sagen dann, es soll ja intrinsisch motiviert sein, das heißt von innen. Und da muss was in der Beziehung, da muss was vom Sinn drin sein, dass es so drin ist, dass ich will das ja tun. Nicht, ich muss das von außen. Ja, ich glaube, das geht auch in die Richtung, was Gott uns hier beschreibt, mit dem Herzen, mit dem Inneren. Man könnte ja sagen, dort, wo ich es muss, nicht, wird es eigentlich daneben gehen. Nicht? Das beobachten wir ja in der Pädagogik häufig. Dort, wo der Zwang alles reguliert, geht sicher daneben. Es wird dieser Zwang irgendwann nicht mehr eingehalten. Der Zwang wird auf jeden Fall gebrochen werden. Es kommt auf jeden Fall zur Revolution. Es geht ja nur dann, wenn der Zögling, wenn ich das jetzt so sagen darf, aus der Pädagogik, selber mitmacht, selber das will, selber das gut heißt. Sonst funktioniert es ja nicht. Und das ist tatsächlich so. Nicht? Also wer jetzt das Gebot Gottes in dem Sinn auffasst, aha, da sagt mir jetzt ein Gott, was ich tun soll und deshalb muss ich es jetzt tun, denn sonst verliere ich mein ewiges Leben oder so. Das ist ja eigentlich vom biblischen Text des neuen Bundes, den Gott mit uns machen will, voll daneben. Also es geht um ein tieferes Verstehen dessen, was Gott eigentlich möchte. Ich denke da wieder an die Bergpredigt von Jesus. Nicht? Du sollst nicht töten. Das heißt nicht nur jemanden nicht das Messer in den Rücken schlagen, sondern es heißt auch den Bruder als Narr, als Ungläubigen zu bezeichnen. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt nicht nur buchstäblich nicht Ehe brechen, sondern die Frau mit falschen Gedanken anschauen, ist schon gemeint. Also das muss verinnerlicht sein, damit es überhaupt funktioniert. Und das wäre ja eigentlich immer das Ziel Gottes mit seinem Volk gewesen. Eigentlich immer gewesen. Auf das habe ich schon gewartet. Dass das jetzt kommt, das finde ich super. Es ist noch etwas, worauf ich hinweisen will hier im Vers 34. Da ist für mich die Voraussetzung, dass das überhaupt funktionieren kann, auch genannt. Und zwar eine Voraussetzung, die Gott schafft. Und zwar im letzten Teil. Nicht? Ich will ihnen ihre Missetat vergeben, ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wieso sage ich, das sei eine Voraussetzung dafür, dass das überhaupt funktionieren kann, dass wir Gottes Gesetz im Herzen tragen? Ja, bitte. Ja, ihr habt vorhin schon die Erziehung und Pädagogik angesprochen. Das ist ja ein Lernprozess. Und da passieren ja auch Fehler. Und ich sag mal, wenn
Gott nicht bereit ist, diesen Lernprozess mit uns als Menschen zu machen, dann wird das auch nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir auch eine Lösung für das Schuldproblem. Begleitend könnte man sagen, nicht, weil uns immer wieder Fehler passieren, aber auch voraussetzend. Ohne das geht es gar nicht los. Das Erste, was wir erleben, ist, dass Gott uns vergibt. Und da packt es uns, also so will ich es schildern, wie ich es empfinde, wenn ich sehe, dass Gott mir vergibt, dann packt es mich und denke mir, was ist das für ein Gott? Und das interessiert mich. Und da will ich mehr von ihm sehen und mehr von ihm kennenlernen. Das ist tatsächlich die Situation. Kann ein Gebot oder ein Gesetz aus unterschiedlichen Motiven und Gründen einhalten. Ja. Ich kann Angst haben vor der Strafe oder vor den Konsequenzen oder vor einem schrecklichen, richtenden Gott. Ja? Ja. Oder ich kann sagen, okay, ich habe die Erlösung erlebt und aus Dankbarkeit und Liebe, weil ich überwältigt bin von seiner Gnade und Barmherzigkeit, tue ich es. Ich mache zwar das Gleiche, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, weil meine Einstellung eine ganz andere geworden ist. Und das macht es tatsächlich zu etwas wesentlich anderem. Das genau. Ist wirklich so. Ja. Gut, jetzt möchte ich euch bitten, dass wir diesen Text durchaus im Gedächtnis behalten. Wir werden uns wieder darauf beziehen, aber ich gehe mit euch ins Neue Testament. Ich hätte gerne Matthäus 5, 17 bis 28. Es ist eine Textstelle aus der Bergpredigt und sie ist wirklich sehr bekannt. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt jemandem vorlesen müssen, weil er es noch nie gehört hat. Ich beziehe mich direkt darauf. Wie sehen wir in diesen Versen, Matthäus 5, 17 bis 28, wie Jesus dieses Prinzip anwendet, dass man Gottes Gesetz im Herzen tragen muss? Ich verwende einfach die biblische Formulierung. Wir werden später noch darüber reden, was es bedeutet. Was heißt das? Wie wendet Jesus das hier an in der Bergpredigt? Und er ist ziemlich radikal, nicht? Wenn manche Leute meinen, ach ja, im Alten Testament regierte das Gesetz und im Neuen Testament, ja zum Glück haben wir jetzt einen liebenden Gott, dann stoßen wir hier auf ein grobes Missverständnis. Denn wenn wir die Bergpredigt ansehen, dann weiß ich nicht, was die Menschen lieber haben. Einen so radikalen Zugang, wie Jesus ihn hier aufzeigt, oder einen eher legalistisch buchstäblichen Zugang, wie viele im Alten Testament den haben. Nicht? Was sagt ihr? Bitte. Schon der Anfang ist bezeichnend. Ja, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, ja. Nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das kann, man kann so das Gesetz behandeln, dass man sagt, wir lösen nichts aus, wir halten ja alles formal und so, aber das ist nur die halbe Sache. Ja. Erfülle ich es. Ja, und da war der Knackpunkt, nicht, dass sie viel aufgelöst haben, die Pharisäer nicht, vielleicht die Sadduzäer, aber sie haben nicht erfüllt. Ja. Sie haben es nicht erfüllt, weil sie haben, wenn man dann genau hinschaut, sie haben zwar formal nicht aufgelöst das Gebot, aber wo haben sie erfüllt? Wo ist es, ja, hier, wie gehe ich mit meinem Bruder um? Und das geht ja nachher noch weiter, ist ja nicht nur, was du nicht tun sollst, sondern was du tun sollst. Ja. Ja, wie auch Paulus später sagt, nimmt nicht nur, wer stiehlt, nicht stehlen, sondern geben. Wer nicht gelogen hat, nicht nur nicht lügen, sondern Wahrheit sagen. Also ich glaube, das ist erfüllen. Ne? Ja, mehr zu geben. Also ich glaube, der Vers 20 ist da auch ganz entscheidend. Viele Theologen sagen, das ist so ein Kerntext in der Bergpredigt überhaupt. Wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keineswegs in das Reich der Himmel hineinkommen. Das heißt, die Gerechtigkeit, die Jesus von seinen Nachfolgern möchte, ist eine viel bessere als die der Pharisäer. Wenn ich heute zu dir sage, du bist ein Pharisäer, dann ist das ein Schimpfwort. Aber damals, vor 2000 Jahren, war es eine Ehre, Pharisäer zu sein. Das waren die Frommen, da ist keiner herangekommen, auch nicht ansatzweise. Und Jesus sagt, ihr müsst noch viel besser sein als diese Pharisäer. Ja, was meint Jesus? Ich denke da an Matthäus 23 auch, wo er sagt, ihr verzehntet alles, im Gesetz seid ihr furchtbar genau bis ins Detail, aber was fehlt euch? Ja, die Barmherzigkeit. Also das Äußere funktioniert, aber das Innere ist nicht vorhanden, also, oder fehlt. Die Mücken aussiebt und genau. Kamele verschluckt, nicht? Genau, ja. Also das ist das Problem der Pharisäer gewesen. Rein formal, rein äußerlich war alles in Ordnung, aber die Motivation hinter ihrem Handeln, die hat nicht dem Maßstab Gottes entsprochen. Das war falsch.
die haben das aus falschen Motiven herausgemacht, um gut dazustehen, und aber nicht um Gott zu dienen oder den Menschen. Haben Sie damit den Bund gehalten? Das ist meine Frage. Haben Sie damit den Bund gehalten? Du meinst jetzt mit der legalistischen Frage? Ja. Würde ich Nein sagen. Wir müssen alle Nein sagen. Und Jesus haut Ihnen das ja auch so richtig auf den Tisch, nicht? Er sagt, ihr glaubt, ihr seid gehorsam, ihr habt ja nicht mal begriffen, worum es geht. Das heißt, die, die das so legalistisch halten wollen, haben den Bund nicht gehalten. Sie brechen ihn eigentlich, weil in ihrem Herzen was anders ist. Manche haben schon gemeint, es alles gut und richtig zu tun, nicht? Aber andere wie ein Nikodemus, die merken, irgendwie fehlt noch was. Oder der reiche Jüngling. Ja. Jesus stellt ihm auch die Frage, wie schaut es aus mit den Geboten? Tja, passt, alles eingehalten. Und dann sagt Jesus, naja, aber es fehlt noch was. Das ist zu wenig, es braucht noch mehr. Und das war das Problem der Pharisäer. Und da müssen wir eigentlich ehrlicherweise sagen, das könnte ja auch heute für uns das Problem sein. Damit kommen wir zu dem Punkt, um den es ja dann für uns geht, heute. Freunde, nicht, da gibt es ja dieses Wort, nicht, wir leben im neuen Bund. Wir leben im neuen Bund. Und das müssen wir jetzt wirklich spezifizieren. Was denn, und damit zitiere ich Jeremia nochmal, der Text, mit dem wir angefangen haben, was denn war hier neu? Bitte. Was war hier neu? Neu war, dass Gott es nochmal eingeht. Also, du bringst es gleich auf den Punkt, ja. Okay. Aber ich finde es ja auch so schön, in Jeremia wird ja in Verbindung gebracht am Ende, dass er ja die Sünden vergibt. Und das ist ja die Voraussetzung dafür. Ja. Davor würde es ja nicht funktionieren. Der Vertrag wurde gebrochen, das Volk Israel hat gesündigt und der einzige Weg, diesen misslungenen Vertrag irgendwie aufzuheben, ist, dass Gott sagt, okay, ich vergiss das. Wir setzen einen neuen Vertrag auf und das tut Gott an der Stelle. Das ist an und für sich ja nichts Neues, aber es ist einfach die neue Chance für das Volk Israel, wieder den Vertrag zu halten. Neu, da gibt es diese lustige Geschichte, ich bin nicht darauf eingegangen vorher, neu ist das Wort neu. Das ist neu. Alles, ich glaube schon, dass es später was gibt. Das sagt aber Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Ja? Weil so, wie er geliebt hat, hat noch niemand auf der Welt geliebt. Das, aber selbst das war nicht neu. Es war immer der Plan Gottes, dass wir das so tun sollten. Ja, das ist schon der Plan. Ich verweise euch auf das Schema Israel. Deuteronomium Kapitel 6, Abvers 4. Fünftes Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 4. Höre Israel. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein einiger Herr. Du sollst, und jetzt kommt, das ist das, was Jesus später zitiert im Neuen Testament, nicht? Du sollst deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, mit all deinem Vermögen und so weiter. Und dann sagt er, die Gebote, die ich dir heute gebiete, werden in deinem Herzen sein. Bitte, das sagt er zu Lebzeiten des Mose. Und jetzt kommt Jeremia und sagt, ich gebe euch einen neuen Bund, spricht der Herr, nicht den Bund wie früher, wo sie ihn gebrochen haben. Ist das das Problem? Sondern der neue Bund ist, es wird in eurem Herzen sein. Aber das soll es bei Mose schon sein. Was ist daran neu? Wie du gesagt hast, neu ist, dass es wieder probiert, dass es neu macht für uns. Aber es geht um dieselben Dinge. Das Problem ist, sie hätten es immer schon verstehen können, aber sie haben nicht. Und das könnte uns heute auch passieren, nicht? Dass wir sowas machen, wie dann der Apostel Paulus im Hebräerbrief sagt, das ist ein alter Bund, weil das Wort alter Bund gibt es ja gar nicht im Alten Testament, auch im Neuen Testament nicht, nur im Hebräerbrief. Alt, deshalb alt, weil wir es kaputt machen. Ist es deshalb alt? Es geht nicht um neue Bundesbedingungen, neue Inhalte. Alt ist das, was kaputt ist. Und kaputt ist, weil wir es nicht im Herzen hatten. Und das könnten wir aber nach dem Willen Gottes schon 1500 Jahre bevor Jesus kommt. Also du hast das fünfte Buch Mose zitiert, wo es schon ums Herz geht, nicht? Jeremia, ganz grob gesprochen, 1000 Jahre später wieder das Gleiche. Und dazwischen hätten wir noch einen David, der im Psalm betet, bitte gib mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja? Das ist im Grunde immer das gleiche Thema. Absolut. Es geht um Vergebung, es geht um Erlösung, es geht um Bund und es geht immer um den Menschen, der versagt. Gott hat nichts falsch gemacht. Gott hat einen guten, richtigen, brauchbaren, hilfreichen Bund gestiftet. Nur der Mensch hat versagt. Und diese Vergebung, die da im Jeremia-Text drinnen steht, das klingt ja auch schon fast wie Neues Testament, obwohl das erst dann einige Jahrhunderte später kommt.
In dem Sinn wäre das Neue Testament mit seinen Erklärungen, und ich nehme die Bergpredigt Jesu hier als eine Erklärung, zusätzliche Erklärung. Wie möchte denn Jesus, dass wir das Gesetz Gottes verstehen? Er klärt uns ja auf. Er zitiert einzelne Gebote und sagt, ihr haltet das so und so. Aber ich hätte das eigentlich gern so verstanden, sagt Jesus. Das ist ja etwas, wo wir sagen müssen, das sind wir ganz weit weg. Ganz weit weg. Und inwiefern ist dann das, was wir leben, nicht auch etwas, wo Gott sagen muss, hey Burschi, schmeiß das weg, das Alte. Ich will was Neues mit dir machen. Das, was ich schon immer wollte in deinem Leben, das will ich jetzt mit dir machen, dass du es im Herzen trägst. Bitte. Ja, aber du hast es ja selbst vorher angedeutet, dieser Vers 4, das ist vielleicht auch der Schlüssel und ein bisschen die Antwort, denn ich werde ihre Schuld vergeben, das war ja erst im Vollen später, und ich werde nicht mehr an sie denken. Alle Schuld wurde am großen Versöhnungstag bildlich weggenommen. Und da gehen wir jetzt schon ins Neue Testament sozusagen. Da wird das schon dargestellt, was nachher weggenommen wird, was es tatsächlich nicht mehr gibt. Und das gibt neue Voraussetzungen. Und der Paralleltext in Hebräer 37, wenn wir uns den kurz hier schauen, ich glaube, dass das auch angedeutet wird, hat er ja vorher auch versucht, unter ihnen zu wohnen, durchs Heiligtum. Ja, aber in Hesekiel 27, 26, und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens, einen ewigen Bund. Und es wird mit ihm sein, dem gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihnen Gott sein, sie werden mir mein Volk sein. Hier ist jetzt von außen die Wohnung Gottes, es geht um Beziehung. Ja, und das war notwendig, dass Jesus bezahlt die Schuld. Sie ist ja Trennung zwischen uns und Gott, dass es dazu kommt, zu dieser neuen Vereinigung. Ja. Die ist neu und das sagt Jesus auch, neuer Bund in meinem Blut. Das gab es noch nicht, nur als Bild. Ist euch aufgefallen, dass der Bojan jetzt eine Wendung gehabt hat in seinem Text, den wir im Jeremia-Text auch hatten? Sie werden mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Dass es eigentlich darum geht die ganze Zeit. Es ist tatsächlich eine Beziehungsfrage. Ja. Bleiben wir bei Beziehung. Hosea Kapitel 2, 20 bis 22. Annalena, kannst du es lesen, bitte? Mhm. Hosea Kapitel 2, 20 bis 22. Hosea 2, 20 bis 22. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land. Und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit, in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben, und du wirst den Herrn erkennen. Also lauter Verheißungen, nicht, die an der Stelle gesagt werden. Zu einem Volk muss man auch sagen, das abtrünnig ist. Sagt er zu einem Volk, nicht, die Geschichte Hoseas ist ja bekannt, zu einem Volk, das abtrünnig ist. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Nicht? Was bedeutet die Herzensgeschichte in der ganzen Sache? Das neue Herz, nicht im Propheten Hesekiel kommt das auch vor, wir sollen ein neues Herz bekommen, nicht? Das Steinerne kommt weg, ein Fleischernes sollen wir kriegen. Er will bei uns sein, will aus uns neue Menschen machen und so weiter. Was hat das mit dem Herzen zu tun? Was bedeutet das, dass wir es im Herzen haben? Das hatten wir jetzt an einigen Stellen. Nicht? Lass uns das Ding festmachen. Was ist das, das Herz? Also für mich geht es die ganze Zeit hier um Beziehung. Und gerade hier in Hosea wird ja das Volk Israel eigentlich als Hure dargestellt, als die, die ständig Scheidung oder ständig abtrünnig ist. Und ich merke einfach, Gott ist mit ganzem Herzen dabei. Die Menschen sind ständig nicht mit ganzem Herzen dabei. Und das möchte ja Gott vereinen, dass eine intime, echte Beziehung da ist zwischen ihm und sein Volk. Und die Menschen schaffen das einfach wiederum immer wiederholt nicht. Und Gott gibt aber all das, um das zu ermöglichen. Das tut er, indem er das Gesetz in unserem Herzen schreibt, indem wir das fleischerne Herz bekommen. Also ich merke einfach... Das Lebendige, nicht? Das Lebendige. Also ich merke, das Steinerne aus Tod. Ja. Genau, ja, exakt. Und ich merke da, wie Gott einfach an uns Menschen wirkt. Er möchte das bewirken. Und er tut alles in seiner Kraft, das zu machen. Mhm. Im Grunde wäre es ja leicht.
Da steht nicht drinnen, ich muss mich bemühen, dass ich eben zu einem richtigen neuen Herzen komme, sondern Gott sagt immer, ich gebe dir ein neues Herz. Auf die Frage nicht, wie kriege ich das? Wie kriege ich das? David, bitte da, bitte gib du mir ein neues Herz. Im Grunde war es also sowas von einfach, wie Erlösung oder Bund funktioniert. Ja. Und Gott tut alles und wir brauchen eigentlich nur mitspielen und Ja sagen und uns freuen über das, was uns Gott anbietet. Ich finde das Spannende, gerade David, er sagt ja nicht, mache mir oder gib mir ein neues Herz, sondern schaffe ein neues Herz. Und er verwendet genau das gleiche Wort wie bei der Schöpfung auch, bara, also erschaffen, das kann nur Gott. Ihm ist absolut bewusst, er schafft das nicht. Der braucht Gott, der ihm das neue Herz gibt. Und für mich lerne ich auch viel darüber, über Heiligung und Rechtfertigung, allein schon von Davids Einstellung, wie er mit seiner Sünde umgeht. Neues Herz, nicht? Neuer Bund. Das geht schon alles in dieselbe Richtung auch an der Stelle, ja? Ja, und auch wie das hier in Hosea steht, verloben. Gott ist der, der sich verlobt, also der den Brautpreis bereit ist zu zahlen. Das geht wieder von ihm aus. Und er wünscht sich im Prinzip ja diese Liebe wie zwischen einem frisch vermählten Paar. Und mit dieser Liebe, da fragt man ja auch nicht mehr, ja, wie viel muss ich minimal tun, damit ich noch die Person jetzt liebe und glücklich mache, sondern wie viel kann ich maximal tun, ja? Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ja, ich würde zu diesem Bild noch gern so ein Highlight-Bild vom Alten Testament noch nehmen, ganz berühmtes, wo Höhepunkt passiert, der Tempelbau, Salomos, ja. Und dann kommt die Einweihung und dann sagt er dutzendmal, wenn wir mit ganzem Herzen deine Gebote und wenn wir mit Herzen, auch wenn wir Fehler machen, wenn wir mit ganzem Herzen umkehren, ganzen Herzen, dutzendmal und mehr. Und dann in Kapitel 9 steht, und hört euch mal das an, Vers 3b oder 3, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, sagt Gott, dass du vor mich gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort niederzulegen für ewig und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort gegenwärtig sein. Im Prinzip das ganze Heiligtumsbild, was für uns Adventisten so wichtig ist, ist eine Herzensbegegnung, ja, die hier reinkommt. Und das hängt damit zusammen. Ohne das geht's nicht, ohne diese Beziehung. Das ist auch Heiligtumswahrheit. Ja, und dieser neue Bund wurde so eingeleitet. Und das wünscht sich Gott. Aber gegeben ist es eigentlich schon von Anfang an. Genau, von Anfang an. Das ist Gottes Wunsch. Es kann von Bedeutung sein für uns, dass wir uns realisieren, dass wenn die Bibel Herz meint, sie nicht so eine herzschmerz-sentimentale Deutung des Begriffes im Auge hat, ja? Sondern das Herz ist im hebräischen kulturellen Denken der Sitz der Gedanken. Mit dem Herzen denkt man. Nicht? Wenn du ein neues Herz kriegst, dann hast du andere Gedanken. Das sind Gedanken, die du vorher nicht hattest. Dein ganzes Denken wird geprägt. Bekehrung in dem Sinn ist also, ich lasse mir von Gott ein neues Denkmuster geben, indem er mir ein neues Herz gibt, das anders denken kann. Und gemeint wäre dann, immer wenn das Herz vorkommt, nicht du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, das wird in unserer Kultur sehr oft nur emotional verstanden. Nur. Und ich will das Emotionale ja nicht weghaben. Ja. Ich möchte nur aufzeigen, das Emotionale hat einen Grund eben nicht in der Emotion, sondern im Denken. Das ganze Denkmuster, mit dem wir sozusagen durch die Bibel, durch Gottes Geist in uns begabt, ausgerüstet werden, das ist die Quelle für die Emotion, mit der wir Gott lieben. Also ich bin nicht gegen die Emotion. Aber wenn es nur emotional aufgefasst wird, verstehen die Leute nicht, dass es ja um ein neues Denken geht. Es geht um das, wie wir die Dinge sehen. Und wenn wir Gottes Gesetz im Herzen haben, bedeutet das, wir denken wie er, haben die gleiche Ethik wie er, verstehen, was er eigentlich will. Das wäre das mit ganzem Herzen dran festhalten. Gell? Wir haben noch eine Bibelstelle, die wir uns anschauen. Ich möchte gerne haben Jesaja 56, die Verse 6 und 7. Hannes, darf ich dich da bitten? Jesaja 56, die Verse 6 und 7. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben
um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein. Jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Da werden die Fremden eingeladen, so wird das hier übersetzt. Gemeint sind eben die Völker, denen Gott sich nicht direkt offenbart hat, so wie er sich dem Volk Israel offenbart hat. Es sind die Völker, die von den Israeliten, wir sagen es im Deutschen so, als Heiden bezeichnet wurden, nicht? Also die heidnischen Völker. Wobei das keine Abwertung sein soll von der ursprünglichen Bedeutung, sondern einfach, es sind die anderen. Gott hat sich uns offenbart, und die Israeliten haben halt oft vergessen, dass damit Gott wollte, dass sie die Offenbarung, die sie von ihm bekommen haben, an die anderen Völker weitertragen. Und hier im Text des Propheten Jesaja haben wir solche eine Einladung an die anderen Völker, die jetzt auch herzugerufen werden, missionarisch sozusagen aufgerufen werden, sich auch an diesen Gott zu wenden und sich an ihn zu halten und auch damit sein Gebot zu halten. Wenn wir schauen, wie Gott hier redet darüber, was er von den Fremden erwartet, seht ihr einen Unterschied in den Erwartungen Gottes, die der Nicht-Jude, der Nicht-Israelit sozusagen erfüllen soll, zu denen, die Gott vom Volk Israel fordert? Oder anders gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen dem, was Gott möchte, von jemandem, der einem Volk angehört, das seine Offenbarungen hochhält, oder jemandem, der diese Offenbarungen vielleicht noch nicht weiß, aber gerade erst kennenlernt? Gibt es da Unterschiede in der Erwartung Gottes? Also ich sehe hier zumindest die Erwartung von Gott für die Leute, die in Beziehung mit ihm leben, dass sie es nicht einfach für sich selber behalten. Ich denke da ganz klar an Sacharja 8. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal ein paar Mal gelesen. Sacharja 8, Vers 23. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Und ich muss einfach zugeben, wir sind da zu kurz gekommen. Also wenn ich jetzt selber unser Leben reflektiere, wie oft wir so gesegnet sind mit so viel Wahrheit, es ist auch unsere Verantwortung, das weiterzugeben. Und mein Traum für mich persönlich ist, dass ich in meinem Lebensstil, dass wenn andere Menschen mich einfach sehen, sie erkennen, dass ich mit Gott lebe und dass das sie ergreift und sie sagen, boah, wir wollen jetzt auch mal kennenlernen, wer ist denn dieser Gott? Was hat dich dazu gemacht, dass du so bist, wie du jetzt bist? Ich will das auch haben. Und da denke ich, gibt Gott uns schon diese Verantwortung, und da sind wir auch zu kurz gekommen sehr oft. Ja, im Sinne von, wir haben nicht das getan, was Gott von uns wollte. Ja. Also grundsätzlich denke ich, dass Gott immer das gleiche Ziel hat. Sowohl mit der jüdischen Nation, wie auch mit diesen sogenannten Heiden dann später. Ja. Und ich denke da wieder jetzt neutestamentlich, nicht? Paulus wird dann mal sagen, dann ein paar hundert Jahre nach Jesaja, ne? Die sind Abrahams Kinder, die genauso denken wie der Abraham, die genauso glauben, die genauso auf diese Verheißungen vertrauen, die also die Gesinnung eines Abrahams in sich tragen. Das sind die richtigen Kinder Abrahams. Nicht nur die, die rein mechanisch, biologisch vom Abraham abstammen. Die sind es gar nicht, weil das sind oft nämlich gar die Ismaeliter. Genau. Kinder des Teufels. Wieder dieser gleiche Gedanke, nicht? Also im Grunde geht es nicht nur um das Äußere, die äußere Abstammung, sondern es geht dann um die innere Einstellung. Also wir sehen eigentlich, und das ist ja wichtig, dass man das mal wahrnimmt, nicht? Gottes Prinzipien ändern sich nicht, Gottes Erwartungen ändern sich nicht. Geht ja auch nicht. Gott ist ewig und treu und unveränderlich dadurch. Seine Verheißungen ändern sich nicht. Die Art und Weise, wie wir gerettet werden, ändert sich nicht. Alles, worauf jemand, der das Neue Testament sagt, kennt, worüber sich jemand freut und sagt, schau, das ist der Weg der Erlösung. Ich finde es auch im Alten Testament. Und jede Gehorsamsforderung, die ich im Alten Testament lesen kann, die finde ich auch im Neuen Testament. Also man kann das nicht trennen. Man kann nicht sagen, okay,
die Israeliten oder die Juden, die sind auf eine andere Weise gerettet worden als die Nachfolger Jesu. Das stimmt einfach nicht. Dafür gibt es keine biblische Handhabe. Es ist tatsächlich so, dass Gottes Wege immer die gleichen sind, aber er hat eben sein Volk damals gehabt, das war das Volk Israel, später waren es die Juden und dann hätten es auch die Christen sein sollen. Und wir wissen, in jeder Generation, wo Gott Leute berufen hat, gab es auch die Menschen, die seinem Ruf nicht gefolgt sind, die ihm Schande bereitet haben. Und das ist auch bei uns Christen so. Nicht? Jeder Christ, der vorgibt, Gott nachzufolgen, aber sein Wort nicht wirklich hält, ist ein Hinderer der Wege Gottes. Das gilt für uns alle auch. Und deshalb sind auch im Grunde genommen diese Dinge, auch wenn sie 2.500 Jahre und älter sind, die wir hier lesen, für uns alle heute immer noch so brandaktuell. Ein letzter Ausflug in den Hebräerbrief. Ich will jetzt keine Stelle mehr lesen lassen. Ich frage nur, weil ja Hebräer diesen Text zitiert aus dem Jeremia-Propheten. Er zitiert das im Hebräer Kapitel 8, Abvers 6 bis 13. Dort wird das zitiert, dieses Wort, das wir gerade in Jeremia am Anfang heute gelesen haben. Worum geht es denn dem Schreiber des Hebräerbriefes? Ist das eine Sache, die wir jetzt eins zu eins einfach übernehmen und sagen, der Hebräerbrief behandelt hier das Phänomen des Bundes oder was behandelt der genau? Und warum zitiert er an dieser Stelle genau den Text des Jeremia und was möchte er damit? Das ist meine letzte großräumige Frage in unserer Betrachtung heute. Zunächst mal bringt er den Begriff des Schattens rein. Ja? Ja? Das eine war nur ein Bild und ist noch nicht die Erfüllung. Ja? Ja? Und verbindet es damit auch den alten und neuen Bund. Und da kann ich ja mitgehen. Das können wir ja verstehen, dass die Opfer im Alten Testament und der Priesterdienst nicht diese Wirkung hatte. Wie, es hat eine pädagogische Wirkung gehabt. Ja? Ne? Genau. Und der Glaube natürlich. Ich habe vertraut, das wird kommen. Er macht sozusagen ein System zum alten System, mit dem aber viele Juden, Christen immer noch ein Problem hatten, ob sie dem gehorchen sollten oder nicht. Nicht? Denkt an Paulus, wie er da dieses Gelübde macht und dann im Tempel von seinen Feinden erkannt und aufgegriffen wird, was er zu seiner Gefangennahme und zu seiner Fahrt nach Rom führt. Paulus hat den Petrus so richtig gepackt, wenn ihr den Galaterbrief euch kurz vor Augen führt, in den ersten beiden Kapiteln, wo er ihn so richtig beutelt und sagt, Petrus, wie kannst du so scheinheilig sein? Nicht? Auf der einen Seite glaubst du, dass Gott auch die Heiden berufen hat und jetzt willst du nicht mit ihnen an einem Tisch sitzen und essen. Und er selber hält sich da an irgendwelche alten, längst verschatteten Dinge aus dem Gesetz. Warum? Es steht ja auch drinnen, damit er die Leute versöhnt, die immer noch judenjüdisch, auch christlich gedacht haben und mit dem Tempel so zu tun hatten. Und denken wir, dass der Tempel ja erst 70 nach Christus zerstört wurde. Und das war sicher eine brennende Frage. Und im Hebräerbrief wird klargemacht, dieses System ist nahe bei seinem Ende. Das sind die Worte im Hebräerbrief. Nahe bei seinem Ende. Und trotzdem zeigt Paulus auch immer, dass er mit dem Alten Testament aufs Engste verbunden ist. Muss er sein. Weil seine Theologie kommt im Grunde auch wieder aus dem Alten Testament. Natürlich hat er jetzt auch die christliche Brille auf, weil er Jesus Christus und das Kreuz verstanden hat. Aber im Grunde ist es das gleiche Thema. Ich denke jetzt an Römer Kapitel 3. Da sagt er zuerst, alle Menschen sind Sünder. Und was macht er? Er zitiert einen alttestamentlichen Text nach dem anderen. Aus dem Psalmen. Warum? Ja. Weil das die Autorität für jeden Leser damals war. Und jetzt im Hebräerbrief im Grunde das gleiche Spiel. Wieder ein langes Zitat aus dem Alten Testament. Also er zeigt seine Verbundenheit mit dem Alten Testament, sagt, vorher, damals war es ein Blick in die Zukunft. Durchs Opfer hat man Jesus Christus und das Kreuz noch nicht so vollständig erkennen können. Aber jetzt blicken wir zurück. Ja. Jetzt haben wir es ja viel leichter, sagt er. Und Gott hat sich nicht geändert, der Weg oder das Prinzip der Erlösung hat sich nicht geändert, nur unsere Perspektive ist eine neue. Wir haben es eigentlich jetzt noch leichter, weil wir zurückblicken können und besser verstehen. Und was er klar machen will, ist, diese alttestamentlichen Opfer, Blutdinge, all diese Dinge,
die sind nicht mehr wichtig, denn das wichtige Blut ist vergossen worden vom Sohn Gottes am Kreuz. Und das ist erledigt. Und all diese Dinge haben darauf hingewiesen. Und deshalb verwendet er das aus dem Jeremia-Propheten, nicht? Und wendet das an und sagt, das ist alles vorbei, das ist alt, nicht? Und gibt sozusagen diesen Worten im Zusammenhang der Diskussion des Hebräerbriefs eine ganz neue Deutung. Was aber nicht heißt, dass für ihn das Alte Testament obsolet ist. Überhaupt nicht. Denn theologisch lebt er davon. Wenn er es zu seinen Gunsten zitiert, ja, kann es ja nicht obsolet sein. Dann ist es noch immer autoritativ, ja, und wichtig. Ne? Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze, sagt er. Und er meint das Alte Testament. Er meint das Alte Testament. Aber er spricht auch das Volk an. Ja. Es ist nicht drin geblieben und die Zeit ist auch vergangen. Ja. Also in dem Sinne, dass es ein Volk oder wie es eine Theokratie sozusagen war, die er herausgeführt hat und das so geplant hat, dieser Plan ist nicht aufgegangen. Das zeigt er hier auch, das ist zu Ende. Ja. Und jetzt haben wir nicht formal, wo wir alle Ja sagen, sondern jetzt geht es individuell und wird es aufs Eigentliche verlegt. Und wer ist ein Israelit? Ja, wer ist ein richtiger Jude? Gottes Volk ist jetzt ein bekennendes Volk, nicht ein fleischlich gezeugtes Volk. Ja. Das hat sich ganz grundlegend geändert. Aber alles, was mit dem Bund zu tun hat, ist seit jeher immer in Kraft. Und aufgrund der Verheißung Gottes wird es auch in Kraft bleiben. Danke für eure Beiträge, für eure Anregungen. Lieber Hannes, bist du so freundlich und betest mit uns. Danke. Lieber Herr Jesus, wir haben heute aufs Neue erkannt und verstanden, dass dein Bund eigentlich immer der gleiche und derselbe war. Du hast dich angeboten, hast die Initiative ergriffen, wolltest die Menschen retten und erlösen im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute leben und zurückblicken können und sehen, wie sich alles erfüllt hat. Jedes Opfer war ein Hinweis auf dich, Herr Jesus. Und wir sehen das jetzt viel deutlicher als die Menschen vor 3000 oder 4000 Jahren. Herr Jesus, ich möchte dich aber auch bitten, dass all das, was mit unseren Verpflichtungen zu tun hat, mit den Geboten, mit unserem Bemühen, dass wir das aus der richtigen Perspektive sehen. Dass wir es aus Dankbarkeit für die Erlösung und für die Vergebung tun. Und ich wünsche mir, dass wir alle das aus unserem tiefsten Herzen heraus tun. Nicht oberflächlich, nicht ohne die rechte Motivation, sondern mit diesem neuen Geist und mit diesem neuen Sein, das du uns schenkst. Ich bitte dich, schenk uns deinen Segen dazu, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und sagen, ja, aus Liebe und Dankbarkeit dir gegenüber wollen wir alles das tun, was du von uns möchtest. Und dann werden wir glückliche Christen sein. Segne uns dabei, das möchte ich dich bitten. Amen. Amen. Amen.